So Freunde, euer Simon hier, Mittwoch. Heute mal wieder eine Vorstellung eines Lebensmittels, das ich wirklich super finde. Ich habe es wieder entdeckt, ich habe es von zu Hause mitgebracht, ich habe es mir wieder geholt. Ich kannte es früher, ich habe es wirklich sehr, sehr oft früher benutzt und habe es jetzt wieder entdeckt und bin total froh, dass ich es wieder habe. Die Rede ist von Chiasamen, kennen vielleicht viele von euch noch nicht, ist aber wirklich für Veganer meiner Meinung nach ein Must-Have, aber auch für alle anderen. Ich würde schon sagen Must-Have. Es ist nicht günstig, aber das, was hier drin ist, ist echt der Wahnsinn. Ich werde euch heute ein bisschen was dazu erzählen. Chiasamen kommen aus Mittel-Südamerika, hauptsächlich so aus Mexiko und sind wirklich, es ist wirklich eine Nährstoffbombe. Es sind Samen und sind sehr, sehr lange schon bekannt. Damals die Maya haben das schon so als Grundnahrungsmittel, aber auch wirklich als Heilmittel angesehen. Denen wird so nachgesagt, dass ein Esslöffel bereits die ganze Nährstoffversorgung abdecken kann für 24 Stunden, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber ich habe mir mal so die Nährwerte komplett mal angeguckt, besonders so die Mikronährstoffverteilung und wenn ihr wirklich so 3 Esslöffel, und das ist auch so meine Empfehlung, so 3 Esslöffel am Tag davon konsumiert, deckt ihr wirklich wahnsinnig viele Nährstoffe oder wahnsinnig viele Nährstoffe ab des täglichen Tagesbedarfs. Wir haben wahnsinnig viel Kalzium drin, wir haben sehr, sehr viel Eisen mit drin, wir haben super, super viele Spurenelemente mit drin, wir haben sehr, sehr gutes Eiweiß hier drin, wahnsinnig viele Ballaststoffe, deswegen auch super, super für eine Anabole-Diät zum Beispiel, für alle möglichen Diätsorten, für alle Leute, die irgendwie Magenprobleme haben. Was haben wir noch drin? Wir haben wahnsinnig viel Magnesium mit drin und das ist so, warum ich sehr, sehr, sehr gut finde, wir haben einen sehr, sehr hohen Omega-3-Anteil. Bei 2 Esslöffel haben wir bereits 5 Gramm Omega-3. Das ist wahnsinnig viel, das ist sehr, sehr viel. Wir haben ein paar Omega-6, aber das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist hier perfekt. Super lange haltbar, das heißt, das Ding könnt ihr stehen lassen, könnt ihr immer wieder mal benutzen. Ihr könnt es, deswegen kommen wir jetzt auch gleich zum kleinen Rezept, zum kleinen Anwendungsbeispiel. Ihr könnt es eigentlich überall reinmischen. Ihr könnt es zum Beispiel aufquellen lassen, das ist auch ein Riesenvorteil, bindet sehr, sehr viel Wasser. Das heißt, ihr könnt es einfach mal ein Drittel Tasse davon in zwei Tassen Wasser, genau, also 2 Tassen Wasser, ein Drittel Tasse von den Samen, einfach mal stehen lassen, das quellt auf und daraus wird so ein Gel. Mit dem Gel könnt ihr ganz viel machen, ihr könnt es löffeln. Ansonsten könnt ihr es überall reinmischen, in Joghurt, in Eiweißshakes, das ist so mein Tipp. Lasst es aber nicht zu lange stehen, es bindet sehr, sehr viel Wasser. Es ist ein Riesenvorteil. Ich würde euch auch immer empfehlen, wenn ihr das gegessen habt, getrunken habt, immer noch mal Wasser nachspülen. Das Schöne dabei ist wirklich, dass ihr eben für eine lange Zeit Wasser speichert im Körper. Für uns Sportler super und ihr versorgt einfach den Körper, wenn ihr eine längere Zeit nicht essen könnt, nicht trinken könnt, ist das ein sehr, sehr gutes Produkt. Für all die, die eben mal längere Zeiten, die arbeiten, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten, Leute, die arbeiten, die brauchen was, wo sie lange Zeit mit Nährstoffen versorgt sind, sind Chiasamen perfekt, weil wir einfach über eine lange Zeit mit Nährstoffen versorgt werden. Wir haben hier Stoffe drin, die die ganze Verstoffwechselung von Kohlenhydraten, von anderen Nährstoffen wirklich verlangsamen, nach und nach das Ganze ins Blut abgeben, stabilisieren den Blutzuckerspiegel, ist langsam wieder wirklich auf dem Vormarsch, weil es einfach ein super, super Produkt ist. Was könnt ihr damit machen? Das ist so meistens die Schwierigkeit. Leute holen sich das dann, wissen nicht, was sie damit machen sollen und dann bleibt das im Schrank stehen. Muss nicht sein für alle Sportler, einfach. Wenn ihr mal so im Tagesverlauf euch einen Eiweißshake macht, könnt ihr wirklich einen ganz, ganz normalen Eiweißshake machen. Einen ganz klassischen. Ich mache mir jetzt auch mal einen schönen Whey-Shake, das passt mir gerade ganz gut in den Tag. Und in jeden Eiweißshake könnt ihr, das ist so meine Empfehlung, 1 Esslöffel Chiasamen reinpacken. Sehen sehr unspektakulär aus, ist aber echt eine Wahnsinns-Nährstoffbombe. Wie gesagt, passt auf, die Quellen, also wenn ihr das Ding stehen lasst, dann habt ihr da innerhalb von ein paar Minuten habt ihr da wirklich das Ding komplett dick. Also direkt trinken. Ist komplett geschmacksneutral. Deswegen könnt ihr es überall reinmischen. In Salate, in Joghurts, in Süßes, in Herzhaftes. Nee, ist lecker. Ich habe mich nur verschluckt. Nee, ist wirklich. Ist völlig geschmacksneutral. Und deswegen mischt es überall rein. Schmeckt nach nichts.
gebt euch aber unglaublich viel zurück. Wirklich so ein kleines Must-Have. Man kann schöne Rezepte damit machen, man kann Brot damit backen, man kann unterschiedliche Sachen damit machen. Können wir alles machen. Wie gesagt, heute, weil es viel Info war, wollte ich es erstmal vorstellen und zeigen, dass man es einfach überall reinkippen kann. Super Produkt. Holt es euch auf jeden Fall. Abonniert den Channel, wartet auf die neuen Rezepte, macht beim System mit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also.